Wir haben uns in dieser Sendereihe, meine Damen und Herren, mehrfach mit Betrügern beschäftigt, die eine ganz bestimmte gute Eigenschaft ihrer Mitmenschen ausnutzen, den Fleiß. Unzählige Menschen in unserem Lande bemühen sich, durch einen Nebenberuf zusätzliches Geld zu verdienen. Meist sind es Menschen, die in einer finanziellen Zwangslage stecken, und ich finde es eigentlich ganz anerkennenswert, dass sie nicht resignieren und durch die Flucht ins Unrecht, sondern durch besonders viel Arbeit aus dieser Zwangslage herauskommen wollen. Leider machen sich aber immer mehr zwielichtige Geschäftemacher diesen Wunsch nach zusätzlicher Arbeit zunutze. Geschickt spekulieren sie dabei auch auf die Bereitschaft ihrer Opfer, sogar ihre letzten Ersparnisse für eine vermeintliche Chance einzusetzen. Einer dieser Tricks grassiert gerade in den letzten Monaten wieder in verstärktem Maße. Ich möchte ihn zusammenfassen unter dem Stichwort Auslieferungslager. Es versteht sich leider von selbst, dass es in erster Linie die kaufmännisch nicht so bewanderten Leute sind, die von Betrügern dieser Art angesprochen werden. Ultimo in einer Sparkasse in Rheinbeck bei Hamburg. Auf vielen Konten sind in den letzten Tagen Gehälter und Monatsrenten verbucht worden. Die Kunden holen sich an der Kasse ihr Geld. Der Kassierer Harald Schütter kennt sie fast alle persönlich. Zu dem ausgezahlten Betrag gibt er auch meist noch ein freundliches Wort. Es ist ein langer Samstag, da können Sie es gleich unter die Leute bringen. Oh, ich werde mir wünschen. Sie wissen, der Monat ist lang. Da haben Sie natürlich auch recht. Ah, guten Tag, Herr Werner. Guten Tag. Harald Schütter steht seit vielen Jahren an diesem Kassenschalter. Manche seiner Kunden sind mit ihm zusammen alt geworden. Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse sind ihm beinahe ebenso geläufig wie seine eigenen. Und sie nehmen es ihm nicht übel, wenn er sich einmal einen persönlichen Rat erlaubt. Na nu, Herr Werner, das ganze Sparkonto auflösen? Wollen Sie auswandern? Das gerade nicht, aber Sie wissen ja, dass ich schon lange mein Geld gut anlegen will. Die 3,5%, die es bei Ihnen gibt, die bringen ja so gut wie nichts. Ja, dafür ist Ihr Geld aber auch sicher. Sie laufen kein Risiko. Ja, da schon, aber Sie wissen doch, ich muss noch was zu meiner Rente dazu verdienen. Und wenn ich immer nur abnehme vom Sparkonto, ist es bald alle. Was wollen Sie denn nun damit machen? Ich übernehme vielleicht ein Auslieferungslager mit Gebietsschutz. Erprobter Verkaufsschlager mit großem Kundenkreis. Ja, aber wozu brauchen Sie denn dann das Geld? Ja, ist es für eine Kaution oder so? Genau weiß ich das noch nicht. Es handelt sich um Warnblinkanlagen, die ins Auto eingebaut werden müssen. Na ja, Sie wissen doch, alles fürs Auto ist doch der Schlager heutzutage. Ich weiß nicht. Sind Sie bloß vorsichtig? Keine Bange, ich pass schon auf. Ich nehme das Geld auch nur erstmal so mit für alle Fälle. Bin nämlich heute Abend zu dem Direktor bestellt. Am Telefon hat er mir schon eine ganze Menge erklärt. Unter Umständen muss man da schnell zugreifen und schnappt einem ein anderer noch den guten Posten weg. Ob Sie das richtig machen? Ich möchte es Ihnen jedenfalls wünschen. Naja, Sie müssen es ja wissen. Heinz Werner lässt sich von der Skepsis des Kassierers nicht anstecken. Seit geraumer Zeit sucht er nach einer Gelegenheit, sich mit Hilfe seiner Ersparnisse einen möglichst lukrativen Nebenverdienst zu beschaffen. Herr Werner ist trotz seiner 40 Jahre schon Rentner. Wiedersehen, Herr Werner. Alles Gute. Vor 5 Jahren verunglückte er bei der Arbeit auf der Werft. Als er endlich wieder aus dem Krankenhaus kam, war er berufsunfähig. Seitdem bezieht er nur noch eine kleine Rente. Von seiner Unfallversicherung hat er sich damals 8.000 Mark Abfindung auszahlen lassen. Dieser Betrag lag bis heute auf der Sparkasse. Es war nicht leicht für Heinz Werner, eine passende Verdienstmöglichkeit zu finden. Viele Angebote musste er wegen seiner Gehbehinderung ausschlagen. Aber ein Auslieferungslager, so glaubt er, wird ihm die Lösung seiner wirtschaftlichen Probleme bringen. Wie am Telefon verabredet, trifft sich Heinz Werner noch am gleichen Tag in einem Hamburger Hotel mit Direktor Schreiner von der Firma Hasta Warnblinkanlagen. Die Warnleuchten seien im Raum Hamburg bereits gut eingeführt, erklärt Herr Schreiner. Außerdem bereite seine Firma eine große Werbekampagne in Presse, Funk und Fernsehen vor, sodass er für das künftige Auslieferungslager einen überdurchschnittlichen Umsatz erwarte. Was müsste ich denn jetzt nun tun? Sie wissen, ich bin etwas gehbehindert. Da brauchen Sie sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Einen sauberen und trockenen Keller haben Sie. Da lagern Sie die Geräte. Wir unsererseits haben in diesem Gebiet schon unsere Vertreter. Die fahren hauptsächlich bei den Tankstellen rum und bringen die Aufträge herein. Sie waren dann bloß die Bestellung entgegenzunehmen und auszuliefern. Naja, und vielleicht müssen Sie auch ein paar Mal zur Post gehen. Aber das können Sie ja nicht, wahr? Selbstverständlich. Und wie steht's mit der Konkurrenz? Es gibt nur noch ein anderes ähnliches Gerät auf dem Markt, aber das muss in der Werkstatt eingebaut werden. Unseren Hasta-Warnblinker dagegen kann fast jeder 15-jährige Junge einbauen. Ach was, so einfach ist das? Sehen Sie her.
Vorn am Armaturenbrett wird ein kleines Relais und der Schalter angeschraubt. Vom Relais geht ein Kabelsatz zum Blinkerschalter und fertig ist die ganze Geschichte. Ach, wirklich toll. Wenn Sie nun eine Panne haben, drücken Sie einfach auf diesen Knopf und an allen vier Ecken blinkt das Auto auf. Jeder Autofahrer sieht schon von weitem Vorsicht Panne. Natürlich gibt es zu jedem Gerät eine genaue Gebrauchsanweisung. Ach, ich sehe, Sie haben nichts mehr. Darf ich noch was nachbestellen? Ja, bitte. Ja, bitte. Bringen Sie bitte noch 2 Schoppen Mosel. Danke. Und der Absatz, der ist tatsächlich so gut? Sonst würden wir doch keine Auslieferungslager einrichten. Wir kommen mit unserem bisherigen zentralen Einzelversand nicht mehr mit. Na, und wenn erst das neue Gesetz in Kraft tritt, dann werden die Verkaufszahlen noch mehr in die Höhe gehen. Was für ein Gesetz denn? Sie müssen entschuldigen, ich weiß da nicht so genau Bescheid. Ach, Sie haben es auch nicht gelesen? Nein. Es tritt in ein paar Monaten in Kraft. Alle Autofahrer müssen dann Warnleuchten mit sich führen. Na, und diese kleinen Dinger, die man da einfach auf der Straße hinstellt, die gehen ja heute sowieso nicht mehr. Da müssen die Leute dann zu unseren fest installierten Blinkern greifen. Hört sich ganz gut an. Aber sagen Sie, warum muss ich denn da eigentlich eine Kaution stellen? Kann ich nicht laufend das Geld an Sie abführen und einfach meine Prozente behalten? Aber mein lieber Herr Werner, das müssen Sie doch verstehen. Wir müssen doch erst einmal eine Sicherheit für unsere Waren haben. Und zweitens käme die Lagerhaltung viel zu teuer, wenn wir ganz auf eigene Kosten 10 Niederlassungen in der Bundesrepublik einrichten. Nein, nein, da müssen unsere Geschäftspartner schon mithelfen. Schließlich verdienen Sie doch ganz gut daran. Ja, sicher. Ja, bitte. Ach, Sie sind das. Kommen Sie doch bitte herein. Die Argumente des Haster-Direktors leuchten Heinz Werner ein. Auch die geflissentlich wiederholte Andeutung, dass ein anderer Bewerber das Auslieferungslager erhalten könnte, tut schließlich ihre Wirkung. Also gut, Herr Direktor, ich nehme das Angebot an. Wie steht's denn nun mit dem Bezahlen? Haben Sie das Geld mitgebracht, so wie wir es am Telefon vereinbart haben? Ja, das habe ich dabei. Was willst du denn machen? Sie brauchen mindestens 250 Geräte, Verkaufspreis 35 Mark, macht zusammen 8.750 Mark. 20% Rabatt können wir im Voraus abziehen, bleiben 7.000 Mark. Na, das ist ja prima. Ich hatte schon mit 8.000 gerechnet. Na, sehen Sie, das ist doch ein guter Anfang. Ja, sieht ganz so aus. Na, also? Dann mal auf gute Zusammenarbeit, Herr Direktor. Heinz Werner bestellt zunächst 250 Geräte und erhält sie prompt geliefert. Von seinem letzten Geld richtet er sich im Keller ein regelrechtes kleines Büro ein. Dann wartet er auf die versprochene Werbekampagne. Aber nichts geschieht. Nach 4 Wochen hat er noch keinen einzigen Auftrag erhalten. Schließlich schreibt er an die Firma Haster und bittet darum, die Warnleuchten wieder abzuholen und die Kaution zurückzubezahlen. Du, Heinz, hier sind ein paar Briefe für dich. Das meiste ist Reklame, aber es ist auch einer von der Haster dabei. Na, Gott sei Dank. Ich dachte schon, die lassen überhaupt nichts mehr von sich hören. Na, ich bin aber neugierig, was die schreiben. Mal sehen. Leider ist es uns unmöglich, die Kaufsumme zurückzuerstatten. Bei dem Vertrag handelt es sich nicht, wie Sie schreiben, um eine Sicherheitsleistung, sondern den Großhandelspreis für die ersten 250 Blinkleuchten, die Sie von uns gekauft haben. Gekauft? Ja, aber wieso denn gekauft? Na, das verstehe ich auch nicht. Warte mal, hier ist doch der Vertrag. Tatsächlich. Hier steht, die Sicherheitsleistung wird zugunsten des Käufers auf den Kaufpreis der ersten Lieferung angerechnet. Das verstehe ich nicht. Was bedeutet denn das? Doch, jetzt verstehe ich schon. Das heißt, dass ich die 250 Warnblinkanlagen gekauft habe. Ja, aber das wolltest du doch gar nicht. Stimmt. Aber ich, Trottel, habe nicht gemerkt, dass das Ganze hier ein verschleierter Kaufvertrag ist. Heinz Werner versucht zu retten, was zu retten ist. Trotz seiner Behinderung macht er sich selbst auf den Weg, um die Blinkanlagen bei Autohändlern und Tankstellen abzusetzen. Wenn Sie mir wenigstens ein paar abnehmen würden. Na, dann zeigen Sie die Dinger mal her. Hier. Sehen Sie. Das sind sie. Wie viel sagten Sie, sollen die kosten? 35 Mark pro Stück.
Und für Sie natürlich 10%. Na, wo denken Sie hin? Kommen Sie mal her. Sehen Sie mal hier. Diese Blinkleuchte kostet 18 Mark. Und diese hier ist ganz komfortabel für 25 Mark. Beide kommen von Qualitätsfirmen. Ja, aber die Hasterleuchten sind doch die einzigen Warnblinker zum Selbsteinbauen. Ach, keine Spur. Die beiden hier können Sie auch selbst einbauen. Sonst würde ich sie doch nicht an meine Kundschaft verkaufen. Und wenn ich ehrlich sein soll, den Namen Haster habe ich noch nie gehört. Ja, aber das ist doch auch eine Qualitätsleuchte. Na, das kann sein. Ich kenne sie jedenfalls nicht. Auf alle Fälle ist sie zu teuer. Zu dem Preis kann man sie nicht verkaufen. Tja. Stets erhält Herr Werner die gleiche deprimierende Auskunft. Resigniert gibt er schließlich seine fruchtlosen Bemühungen auf, die Geräte doch noch weiter zu verkaufen. Er muss feststellen, dass sein Geld, auf das er so viele Hoffnungen gesetzt hat, praktisch verloren ist. Es ist zwar richtig, meine Damen und Herren, dass im Bundesverkehrsministerium an einer Verordnung gearbeitet wird, die Warnblinkanlagen für alle Autos vorschreibt. Noch ist diese Verordnung nicht in Kraft. Aber selbst dann wird sie die Absatzchancen für Herrn Werners Blinkanlagen kaum verbessern. Auch gesetzlich vorgeschriebene Artikel lassen sich schlecht verkaufen, wenn sie in der Fachwelt unbekannt und zudem überteuert sind. Es ist sehr typisch für Betrüger dieser Art, dass sie sich flink und geschmeidig den jeweiligen Bedürfnissen der Zeit anpassen. Noch vor ein paar Jahren boten sie minderwertige Spraymittel und andere chemische Erzeugnisse mit dieser Auslieferungsmasche an. Dann waren es Telefonverstärker und andere Elektroartikel. Und neuerdings versuchen sie neben den Warnblinkanlagen sogar unter der Bezeichnung Anti-Baby-Tablette den Leuten zweifelhafte pharmazeutische Produkte bergeweise anzudrehen. Wenn man so einem Vertreter gegenüber sitzt, dann klingen seine Argumente im ersten Augenblick sehr glaubhaft und verlockend. Die Ernüchterung kommt dann meist zu spät. Auch unser nächster Fall, meine Damen und Herren, zeigt, wie plausibel und selbstsicher manche Zeitgenossen zu lügen verstehen. Und ich bin ziemlich sicher, dass mancher unter uns sich zu seinem eigenen Schaden hätte überzeugen lassen, auch wenn er jetzt vielleicht verständnislos den Kopf schüttelt. Für den Bautrupp an der Bundesstraße 299 hat dieser Tag begonnen wie jeder andere. 5 Mann und der Vorarbeiter sind seit 7 Uhr früh bei der Arbeit. Es ist keine große Baustelle, aber es ist auch nicht die einzige, die die Firma Kuhnau rund um Regensburg unterhält. Der Bauunternehmer Emil Kuhnau hat sich erst vor ein paar Jahren fast ohne eigenes Kapital selbstständig gemacht. Er kalkuliert mit dem Pfennig und er bemüht sich mit preiswerten Angeboten vor allem um kleinere Bauvorhaben, bei denen er keine kostspieligen Spezialmaschinen einsetzen muss. Emil Kuhnau kann sich darauf verlassen, dass seine Leute sauber arbeiten, auch wenn sie sich manchmal mit einfachen Mitteln behelfen müssen. So, Jungs, 9:30, Brotzeit. Pünktlich um 9.30 Uhr beginnt auf der Baustelle die Frühstückspause. Nach 2,5 Stunden Arbeit wenden sich die 6 Männer mit gutem Appetit ihren Broten zu. Abheben. Komm, Eva. Ein paar Flaschen Bier stehen immer griffbereit. Die Morgenzeitung und ein kurzes Kartenspiel erhöhen das Wohlbefinden bei der Frühstückspause. So, wer reizt? Ja, nur der Frau. 18. Ich hab nichts. 20? Ja. 2? Ja. 3? Ja. Weg. Pik hast du? Pik, na bitte. Das ist meiner. Warte, ein Text. Oh. Na, da werden wir was reinlegen, ne? Ja, das ist doch unser. Na, ist auch klasse. Schöner. Mhm. Ich weiß, was Kauass. Den nehme ich ganz groß. Jetzt aber weg. Weiter, Pick. Und da lege ich was rein. Sehr schön. Moment, darf ich mal trinken? Das ist doch unser. Ne? An diesem Morgen kommt überraschend ein Besucher auf die Baustelle. Er stellt sich als Baustofflieferant vor
und er ist mit den Geschäften der Firma Kuhnau offensichtlich gut vertraut. Guten Tag. Grüß Gott. Mein Name ist Görner. Sind Sie der Vorarbeiter? Ja. Ich suche einen Kuhnau. War der heute schon da? Ja, heute früh um 8. Dann ist er auf die anderen Baustellen weitergefahren. Und er kommt nicht wieder? Das weiß ich nicht genau. Kommt drauf an, ob er da aufgehalten wird. Ach, das ist aber dumm. Er muss vielleicht alle Baustellen abklappern. Um was geht's denn? Vielleicht können wir Ihnen helfen. Ich war mit ihm hier verabredet. Es geht um eine besonders preiswerte Zementlieferung. Er wolle sich heute entscheiden. Das weiß ich nun auch nicht. Also, wenn ich das hier so sehe, dann kriege ich richtig Durst. Wie ist denn? Verkauft ihr mir eine Flasche? Ich will gerne eine ausgeben. Ja, ja, na, also Prost. 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 Schnell gewinnt der Besucher das Vertrauen der Arbeiter. Sie freuen sich über das fachmännische Interesse, das der Mann für sie und ihre Arbeit bekundet. Wie läuft's denn so bei euch hier? Wir haben viel Glück gehabt mit der Witterung. Ganz unauffällig fragt der Mann die 6 Bauarbeiter dabei über die Verhältnisse auf den anderen Baustellen aus. Und besonders auch nach dem Weg, den Emil Kuhnau bei seiner täglichen Rundfahrt zurücklegt. Der Fremde erfährt, welche Firmen Kies, Zement und anderes Material an die einzelnen Baustellen liefern und wann der Chef frühestens wieder in seinem Büro in Regensburg sein kann. Arglos antworten die Arbeiter auf seine geschickt gestellten Fragen. Sie merken nicht, dass der angebliche Geschäftspartner ihres Chefs erst durch sie mit den internen Verhältnissen der Firma Kuhnau vertraut wird. Und sie können folglich auch nicht wissen, dass er die frisch erworbenen Kenntnisse für einen raffiniert angelegten Betrug verwenden will. Eine halbe Stunde nachdem der Fremde die Arbeiter im Bauwagen an der Bundesstraße 299 verlassen hat, erscheint er in Regensburg auf dem Hof der Firma Kuhnau. Wie erwartet ist das Büro des Bauunternehmers leer. Johanna Kuhnau, die Frau des Firmenchefs, hütet allein das Haus. Hallo. Ist denn hier niemand? Moment, ich komme schon. Ja, was gibt's denn? Guten Tag, Frau Kuhnau. Grüß Gott. Ich komme von der Firma Tara Baustoffe. Mein Name ist Görner. Wir haben Ihrem Mann heute auf der Baustelle in Kelheim eine Ladung Zement angeliefert. Er wollte sie gleich bezahlen. Er hatte sie nämlich einen besonders guten Rabatt ausgehandelt. Ja, und? Na, leider hat er das Geld nicht bei sich und er selber musste weiter auf die andere Baustelle nach Abensberg. Ja, das weiß ich. Da war er mit dem Architekten verabredet. Ja, richtig. Deshalb schickt er mich jetzt zu Ihnen. Sie möchten mir doch bitte das Geld aus der Kasse geben, hat er gesagt. Aha. Ja, wie viel macht's denn? 1.750 Mark. Ach du liebe Zeit, das ist ja ein ganz schöner Batzen. Ich weiß ja gar nicht, ob ihm das recht ist. Aber natürlich, Frau Kuhnau, sonst hätte er mich doch nicht geschickt. Ja. Sie wissen das wegen dem Rabatt, das war so ausgemacht. Sofortige Barzahlung bei Lieferung. Ihr Mann ist ein guter Geschäftsmann, der nimmt jede Möglichkeit wahr für einen kleinen Extragewinn. Ja, das stimmt, so ist aufs Geld, da passt er immer auf. Wenn er nur ein Wort vorher gesagt hätte. Ja, Sie können sich darauf verlassen, das hat alles eine Richtigkeit. Ja, ja, ich glaube schon, ich kenne Ihre Firma ja. Sehen Sie. Na ja, dann wird dann schon recht sein. Kleinen Moment bitte, Herr Görner. Johanna Kuhnau ist noch ein wenig unschlüssig. Aber der Besucher schildert das angebliche Gespräch mit ihrem Mann so überzeugend, dass sie schließlich bereit ist, ihm das Geld mitzugeben. Plötzlich stellt sich dieser Absicht jedoch ein unerwartetes Hindernis entgegen. Der Schlüssel ist ja gar nicht da. Hätte nicht sicher mein Mann dabei. Na sowas. Daran wird er wohl gar nicht gedacht haben. Tja, dann soll's wohl nicht sein. Dann müssen Sie schon heute Abend wiederkommen, wenn er selber da ist. Das geht leider nicht. Da muss ich schon in Passau sein und morgen früh, da habe ich gleich eine Tour nach Nürnberg. Tja, ich kann Ihnen nicht helfen. Was soll ich bloß machen? Wissen Sie was, Frau Kuhnau? Ihr Mann braucht heute Nachmittag sowieso die Lohngelder. Er hat gesagt, die wollte das Geld hier noch abholen. Ich bringe ihm jetzt die Kasse ganz einfach raus auf die Baustelle nach Abensberg. So viel Zeit habe ich noch. Und er freut sich, dass er den Weg nach Hause spart. Frau Kuhnau unterdrückt ihre Bedenken. Die Firma Tara Baustoffe ist ihr gut bekannt. Außerdem glaubt sie, ihrem Mann die Wochenendarbeit ein wenig zu erleichtern und gibt deshalb dem Besucher die Kasse mit auf den Weg. Inhalt 20.000 Mark. Also, Wiedersehen. Wiedersehen. Ja,
Es braucht sicher nicht betont zu werden, meine Damen und Herren, dass der angebliche Baustofflieferant mit der Kassette auf Nimmerwiedersehen verschwunden ist. Die Kunaus werden lange arbeiten müssen, um diesen Verlust wieder auszugleichen. Sie sind im Übrigen nicht die einzigen Opfer dieses Trickbetrügers. Die Bayerische Landpolizei hat viele Betrügereien nach haargenau dem gleichen Schema feststellen müssen. Nicht alle Frauen haben gleich die ganze Kassette herausgegeben, aber in vielen Fällen ist es dem Betrüger gelungen, doch zumindest das Geld für die angeblichen Lieferungen zu erhalten. Bis heute konnte der geheimnisvolle Kassierer nicht festgenommen werden. Vorsicht ist also durchaus noch am Platze. So, und nun zum nächsten Fall. Wir haben in der letzten Sendung ein Kapitel aus dem großen Bereich Baubetrug behandelt, und zwar das Kapitel Eigentumswohnungen in Altbauten. Die Gefahren, die am Rande der teilweise immer noch vorhandenen Wohnungsnot und des verbreiteten Wunsches nach einem Eigenheim vielen Menschen drohen, diese Gefahren sind aber so mannigfaltig, dass wir heute noch eine weitere Masche der Baubetrüger vorstellen möchten. Die Firmen, um die es jetzt geht, wenden sich nahezu ausschließlich an Menschen, die noch nicht genug Eigenkapital für ihre Baupläne beisammen haben und denen darüber hinaus der Umgang mit Ämtern, Maklern, Architekten und Handwerkern ein Greuel ist. Armin Gundlach zählt zu diesen Menschen. Er hat seit 6 Jahren monatlich 50 Mark auf einen kleinen Bausparvertrag eingezahlt. Mit der heute fälligen Rate wird der Vertrag zuteilungsreif. Herr Gundlach weiß aber, dass er mit diesem Bausparvertrag allein noch kein Haus bauen kann. Er verfügt nach der Zuteilung über 12.000 Mark. Dieser Betrag, so errechnet er sich, wird jedoch gerade für das Grundstück reichen. Armin Gundlach ist bei einem großen Automobilwerk in Köln beschäftigt. Er verdient nicht schlecht, aber mehr als 50 Mark im Monat konnte er vom Familienetat nicht abzweigen. So, jetzt erstmal schön ausziehen. Vati, wir sind wieder da. Guten Tag, Erika. Kommst du morgen in die Stadt, Erika? Ja, wieso? Hier, in die Rate für den Bausparvertrag. Ach, die letzte? Ja, jetzt wird das Darlehen fällig. Gut, ich nehme sie dann mit. Na, Kinder, wie weit seid ihr denn? Wenn es doch nur endlich losgehen würde, damit wir aus dieser Wohnung rauskämen. Ach, ich weiß auch nicht, ob das jemals was wird. Den Rohbau könnten wir selber hochziehen, aber dann reicht's noch immer nicht. Herbert könnte uns das elektrische Licht legen. Der macht das ganz bestimmt umsonst. Ja gut, aber das Material und die anderen Sachen kostet doch auch Geld. Vielleicht finden wir ein billigeres Grundstück. Dann können wir von den 12.000 Mark was erübrigen. Naja, wir werden hier sehen. Auf alle Fälle habe ich eine neue Zeitschrift mitgebracht. So, und hier wascht euch jetzt die Finger. Aber richtig, gab ich fast schön auf, ja? Wir können uns ja wenigstens mal ansehen, was wir eigentlich wollen. Gundlachs blättern nicht zum ersten Mal in Zeitschriften mit Plänen und Bauvorschlägen. Konkretere Formen haben diese Studien jedoch nie angenommen. Die Kosten waren zu hoch. Doch an diesem Tag, so sieht es aus, kommt der Zufall zu Hilfe. Guten Tag, Herr Gundlach? Ja, guten Tag. Was gibt's denn Schönes? Mein Name ist Holtenbrink. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie so unangemeldet überfalle. Um was geht's denn? Sie tragen sich doch mit dem Gedanken zu bauen. Ja, aber woher wissen Sie denn das? Ach, können wir das nicht lieber drin besprechen? Ja, bitte, kommen Sie rein. Da bin ich aber gespannt. Wissen Sie, ich komme von der Treubau GmbH. Wir sind ein Siedlungsbauunternehmen und arbeiten mit dem Bund der Kinderreichen eng zusammen. Wissen Sie, die Familien mit vielen Kindern haben ja alle ähnliche Probleme. Der Platz reicht nicht aus, man möchte bauen, aber hier wird's meistens knapp. Ne? Der Bund der Kinderreichen weiß zwar nichts von der angeblichen Zusammenarbeit mit der Firma Treubau, aber das kann Herr Gundlach im Moment nicht überprüfen. Die geheimnisvollen Andeutungen des Vertreters haben ihn neugierig gemacht. Wer bauen will, so meint Herr Gundlach, ist auf gute Ratschläge angewiesen, ganz gleich, woher sie kommen. Und Herr Holtenbrink hat sogar mehr zu bieten als gute Ratschläge. Das muss unseren Verhältnissen entsprechen. An so etwas Ähnliches haben wir gedacht. Ja, ich will ja nicht indiskret sein, Frau Gundlach, aber darf ich Sie mal was fragen? Bitte schön. Wie viel Eigenkapital haben Sie denn? Das ist ja der springende Punkt. Auf unserem Bausparvertrag haben wir 4.800 angespart. Dazu bekommen wir 7.200 Mark Bauspardarlehen, sind also zusammen 12.000 Mark, aber dann ist es auch schon aus. Ja, können Sie denn nicht selbst beim Bau mithelfen? Natürlich, das wollten wir sowieso, aber es reicht trotzdem vorne und hinten nicht. Ja, und genau das ist der Fall, wo wir einspringen können. Wir kennen das Problem ganz genau. Sehen Sie mal, Leute, die 100.000 Mark auf der Bank haben, die brauchen uns nicht. Die rufen einfach ihren Architekten an, bezahlen ihre Rechnungen und fertig. Aber mein Geld reicht doch höchstens für das Grundstück. Ich habe mir ausgerechnet... Und schon falsch gerechnet, wenn ich das mal so sagen darf.
Für das Grundstück reichen 2.500 als Anzahlung. Den Rest nehmen wir in die Gesamtfinanzierung. Was ist das Gesamtfinanzierung? Na, passen Sie auf. Rechnen wir doch die Sache zusammen mal richtig durch. Das Haus, so wie Sie sich's vorstellen, kostet einschließlich Grundstück 80.000 Mark. Ist das nicht ein bisschen wenig gerechnet? Nur wenn Sie mit uns bauen, nicht. Es gibt da viel mehr Möglichkeiten zu sparen, als Sie glauben. Das fängt mit Ihren Eigenleistungen an. Da können Sie guten Gewissens 20.000 absetzen. 12.000 haben Sie in bar und 10.000 bekommen Sie aus Landesmitteln. 7.000 als Darlehen für junge Familien. Dann brauchen Sie noch eine erste Hypothek von 31.000. Und schon stimmt die Rechnung. Sie zahlen dann monatlich 330 Mark und im Übrigen überlassen Sie alle Sorgen uns. Herr und Frau Gundlach bemühen sich vergebens, den Rechenkunststücken des Vertreters zu folgen. In erster Linie beeindrucken sie die umfassenden Fachkenntnisse des Besuchers und sein vertrauenerweckendes Wesen. Auch das Angebot, sämtliche Laufereien zu Banken, Behörden und Baufirmen zu übernehmen, erleichtern Herrn Gundlach den Entschluss, seine Baupläne endlich anzupacken. Der Vertreter benötigt nur ein paar Unterschriften und dann, so versichert er, braucht der Bauherr sich praktisch um nichts mehr zu kümmern. Von der Grundstücksbeschaffung bis zum Hypothekenantrag. Alles macht die Treubau. Hier, da und da. So, jetzt können Sie sich's aussuchen. Wollen Sie weiterhin hier im Hauswirt die Miete in den Rachen werfen oder wollen Sie mit der gleichen monatlichen Summe Ihr eigenes Haus bezahlen? Und das mit der Rechnung, das stimmt? Dass wir dann monatlich nur 330 Mark zu zahlen haben? Ja, natürlich, hier rechnen Sie doch nach. Nehmen Sie es mir nicht übel, Herr Holtenbrink, aber Sie machen das doch auch nicht aus reiner Menschenliebe. Ja, natürlich nicht. Wir nehmen von Ihnen 3% der Gesamtbausumme. 1250 Mark sind gleichfällig, ich habe Ihnen da einen Wechsel dazugelegt. Aber Sie sparen natürlich das Doppelte und Dreifache von diesem Betrag. Ich habe Ihnen doch erklärt, wir bekommen nicht nur 10 Grundstücke angeboten, sondern Hunderte. Und nur die allergünstigsten suchen wir für unsere Bauherren aus. Unsere Vertragsarchitekten achten auf jede Mark in den Handwerkerrechnungen. Und Hypotheken bekommen wir natürlich auch im Großen zu weitaus günstiger Bedingungen, als das im Einzelfall möglich wäre. Wissen Sie, was mir nicht gefällt, ist, dass wir uns jetzt gleich entscheiden müssen. Sie müssen natürlich nicht. Aber wenn Sie sich heute entscheiden, können Sie vielleicht schon übermorgen Ihr eigenes Grundstück besichtigen. Wenn Sie noch einen Monat warten, verlieren Sie eine ganze Monatsmiete. Und dafür haben Sie 6 lange Monate gespart. Ich finde, da gibt's gar nichts zu überlegen. Oder haben Sie noch irgendwelche Fragen? Fragen haben Gundlachs nicht mehr. Und so lassen Sie sich von dem selbstsicheren Vertreter noch an diesem Abend zu folgenschweren Unterschriften verleiten. Sie unterzeichnen mehrere Formulare und Verträge, ein Schuldanerkenntnis und auch einen Wechsel über 1250 Mark als Anzahlung auf die Vermittlungsgebühr der Treubau. Jetzt bekomme ich von Ihnen noch die 30 Mark. Schließlich bezahlen Sie noch 30 Mark als sogenannte Auskunftsgebühr für die Kreditinstitute. In den nächsten Tagen bemüht sich die Treubau, wie versprochen, um ein Grundstück für die Familie Gundlach. Sie bedient sich dabei einer recht seltsamen Methode. Eine Angestellte der Firma sucht auf den Inseratenseiten der Zeitungen ein Grundstück heraus, das zur Versteigerung bestimmt ist. Bei diesen Versteigerungsangeboten ist das Grundstück und seine Lage in der Regel genau beschrieben. Die Treubau kann Herrn Gundlach also überraschend schnell nicht nur eine gute, sondern auch eine exakte Nachricht über den Erwerb eines Grundstücks am Wiesenweg zukommen lassen. Herr und Frau Gundlach nehmen die Nachricht mit großer Freude auf. Ungeduldig brechen sie gleich am nächsten Samstag auf, um ihren Bauplatz zu besichtigen. Der Wiesenweg liegt am Rande eines Dorfes ganz in der Nähe ihres Wohnortes. Hier beginnen Wiesen und Felder. Offenbar also, so nimmt Herr Gundlach an, ein ganz neu erschlossenes Baugebiet. Hey, ich frage den Bauern mal. Entschuldigen Sie, ist hier das Grundstück mit der Lagebuch Nummer 29? 29? Ja, das ist hier. Was ist damit? Ja, wissen Sie... Das liegt aber hübsch, Armin, nicht? Das ist nämlich unser Bauplatz, wissen Sie? Was? Ja, den haben wir von der Treubau gekauft. Treubau? Hey, was machst du denn da?
Du trampelst mir ja mein ganzes Gras runter. Also machen Sie mal halblang. Haben Sie überhaupt eine Genehmigung von der Treubau, dass Sie hier mähen dürfen? Was heißt denn hier Genehmigung? Bis jetzt ist das immer noch mein Feld. Wieso? Das Gelände gehört doch der Treubau. Ja, das wird sich erst herausstellen, wenn Ihre Treubau den Zuschlag bekommt. Es gibt nämlich eine Menge Interessierte dafür. Und ist ja auch ein erstklassiger Boden. Und ich habe ihn nur deshalb zur Versteigerung angemeldet, weil er mir von meinem Hof zu weit entfernt liegt. Na, hören Sie mal, ich hab's doch schriftlich. Lagebuch Nummer 29. Das wird unser Bauplatz. Bauplatz, Bauplatz. Das ist doch zum Lachen. Das wird in 10 Jahren kein Bauplatz. Das ist landwirtschaftliche Nutzfläche. Und nun lassen Sie mich in Ruhe arbeiten und suchen sich einen anderen Bauplatz. Na, was hat er denn gesagt? Der spinnt. Martin! Martin, komm! Schnell, komm! Misstrauisch geworden, erkundigt sich Armin Gundlach nach der Firma Treubau. Er bekommt alarmierende Auskünfte. Die Treubau ist beispielsweise nicht zur Verwaltung von Landesmitteln zugelassen, sie kann also kein Landesbaudarlehen vermitteln. Herr Gundlach sucht die zweifelhafte Firma auf. Seit Stunden wartet die Frau auf seine Rückkehr. Namens, Vati. Na, wie war's denn? Erzähl mal. Ich bin aus dem Vertrag ausgestiegen. Und die Anzahlung? Ist flöten. 1250 Mark? Aber das geht doch nicht. Dafür haben wir 2 Jahre lang gespart. Es hat doch keinen Zweck, Erika. Ohne das Landesbaudarlehen und ohne diesen Kredit für junge Familien, ja, den hätten wir nämlich auch nicht bekommen. Im Übrigen hatten sie den viel zu hoch angesetzt. Glaube mir, wir hätten uns krank geschuftet und wären an den Schulden kaputt gegangen. Aber das ist doch schrecklich. Lass uns die 1250 Mark vergessen und wieder von vorn anfangen. Ich habe mich genau erkundigt. Es gibt keine andere Möglichkeit, aus dem Vertrag herauszukommen. Wir würden dem schlechten Geld nur noch Gutes hinterherwerfen. Die Hintermänner der Firma, die wir Treubau genannt haben, sind der Kriminalpolizei nicht unbekannt. Kriminalrat Werner Klein bearbeitet in Düsseldorf ein großes Ermittlungsverfahren. Der gezeigte Fall steht leider nicht allein und Gundlach sieht noch einmal relativ gut davongekommen. Zurzeit werden beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen mehrere Fälle bearbeitet, die sich mit kriminellen Machenschaften auf dem Bausektor befassen. Die jeweiligen Schadenssummen gehen in die Millionen. Diese riesigen Beträge setzen sich aus den sauer ersparten Geldern derjenigen zusammen, die den Traum vom Eigenheim in dem Moment ausgeträumt hatten, als sie gewissenlosen Betrügern in die Hände gefallen waren. Statt weiterer Ausführungen ein Beispiel, das sie gegen die Einflüsterungen der Baubetrüger hellhörig machen soll. Auf eine Anzeige der Treubau meldete sich ein Bauinteressent, der einen Bauplatz suchte. Nichts leichter als das, sagte der Vertreter, kassierte zunächst einmal 1000 D-Mark Pauschalgebühren und verschwand, nachdem der Bauinteressent mehrere Formulare und einen Vertrag unterschrieben hatte. In diesem Vertrag verpflichtete sich die Firma, 80% des Kaufpreises für das Grundstück aufzubringen. Als der Baulustige sich selbst einen Bauplatz besorgt hatte, verlangte das Unternehmen zunächst die Einzahlung des Eigenbetrages, der in unserem Falle 10.000 D-Mark betrug. Den Ausgang dieses Verfahrens ahnen Sie sicher schon. Die Treubau verwirtschaftete das Geld. Der Bauinteressent musste die Zeche in Höhe von 11.000 D-Mark bezahlen. Man wundert sich ja ehrlich gesagt immer wieder, dass vernünftige Menschen solche Verträge unterschreiben. Gewiss, die Betrüger gehen geschickt zu Werke. Sie verstehen es, Wunschträume und Notsituationen auszunutzen. Und es fehlt sicherlich auch mancherorts an Möglichkeiten für einen fachmännischen Rat. Aber gerade weil das so ist, können wir nur alte Warnungen noch einmal wiederholen. Lassen Sie sich nicht drängen. Unterschreiben Sie nicht gleich. Studieren Sie den Vertragstext genau. Ziehen Sie Erkundigungen über die Firma ein. Fragen Sie, soweit es um das Thema Bau geht, einen Architekten, eine Bank, eine Bausparkasse oder Ihr zuständiges Bauamt. Ich weiß, so etwas ist lästig und es kostet Zeit. Aber wenn Sie mit ein paar Stunden, die Sie für die Prüfung einer solchen Sache aufwenden, dem möglichen Verlust von einigen tausend Mark entgehen, dann haben Sie in diesen paar Stunden so viel Geld verdient wie nie zuvor. Übrigens, meine Damen und Herren, Sie wissen inzwischen,
Ein Angelhaken, mit dem Betrüger immer wieder versuchen, ihre Fische an Land zu ziehen, ist das angebliche gute Geschäft, das sie ihren Opfern in Aussicht stellen. Auch erfahrene Kaufleute vergessen immer wieder die notwendige Vorsicht, wenn sie einen größeren Gewinn erwarten. Unser Experiment bestätigt diese alte kriminalistische Weisheit mit einem neuen Trick, den die Polizei in jüngerer Zeit recht oft registrieren musste. Wir haben die Masche ausprobiert. Sehen Sie sich bitte an, mit welchem Erfolg. In einem Hotel hatten wir Standquartier bezogen. Von hier aus rief Peter Hohl bei einem Radiogeschäft an und meldete sich als der Besitzer dieses Hotels. Der Beginn der Olympischen Spiele stand unmittelbar bevor und mancher Unentschlossene entschied sich in diesen Tagen ganz plötzlich zur Anschaffung eines Farbfernsehgeräts. Mit wem spreche ich jetzt bitte? Herr Torno, ja? Herr Torno, folgendes Problem. Heute Abend kommt in irgendeinem Programm eine Sache über die Slowakei. Und ich habe hier im Hotel ein paar Gäste aus der Tschechoslowakei, die da mitgewirkt haben. Die wollen das unbedingt sehen. Und ich wollte ohnehin für die Olympischen Spiele hier meinen Farbfernseher anschaffen. Jetzt ist die Frage, könnten Sie mir heute noch einen besorgen, der also heute auch noch aufgestellt wird? Ja, natürlich. Ja, ich würde Ihnen ganz gern meinen Junior rüberschicken. Der könnte gleich losfahren, ist also spätestens in einer halben, dreiviertel Stunde da. Und der kann sich dann an Sie wenden, ja? Ja, schön, Herr Tonner. Ja, können Sie ihm dann einen Techniker mitgeben, der das gleich aufstellt und einmisst, ja? Der Verkäufer war einverstanden. Ja, Peter Hohl spielte weiter seine Vaterrolle. Ja, fein. Gut, ich schicke ihn mit dem Kombiwagen rüber. Danke, Herr Tonner. Wiederhören. Und dann fuhr er, jetzt als Sohn, zu dem Radiogeschäft. Aber der Verkäufer erwies sich als vorsichtig. Er war zwar bereit, das Gerät sofort auszuliefern, aber nur im eigenen Firmenwagen. Kein Argument konnte ihn davon abbringen. Und hab furchtbar was auf den Kopf gekriegt. Da brauchen Sie keine Angst haben, dass das Gerät nicht kommt. Der kommt als erstes zu Ihnen. Weil es wegen heute Abend ist. Ja, ja. Nein, der kommt als erstes. Das kostet ja nicht so viel Zeit. Gegen solche Hartnäckigkeit wäre auch ein echter Trickdieb machtlos gewesen. Es blieb uns nichts anderes übrig, als dem Verkäufer zu seinem vorbildlichen Verhalten zu gratulieren. Aus hat nicht geklappt. Anruf beim nächsten Geschäft. Sagen Sie, wie ist das eigentlich bei den Olympischen Spielen? Da ist doch jetzt irgendein Satellit runtergefallen. Wird es denn da Farbübertragungen geben? Ja. Na, das ist wunderbar, weil ich ohnehin für die Olympischen Spiele einen Farbfernseher anschaffen wollte. Frage, Herr Lang, haben Sie mehrere Geräte da? Dann würde ich gerne meinen Junior mal rüberschicken. Ja. Auch hier war der zuständige Verkäufer am Telefon mit allem einverstanden. Auch hier wieder der Rollenwechsel vom Vater zum Sohn. Der Wagen mit der versteckten Kamera hielt fast genau vor der Ladentür. Der Verkäufer wollte das Gerät eigentlich nicht ohne Bezahlung aus der Hand geben. Ein kleiner Sender in der Jackentasche des angeblichen Juniorchefs übertrug das Gespräch nach draußen. Peter Hohl beruhigte den Verkäufer mit dem Vorschlag, einen Angestellten zur Entgegennahme des Schecks mitzuschicken. Einen Moment bitte. Danke. So, soll ich Ihnen da irgendwo helfen oder was? Nee, ist nicht nötig. Verantwortung. Wenn Sie vielleicht hier eben mal hinten die Klappe aufmachen könnten. So, schieben wir ihn gerade so rein. Noch ein Stückchen weiter, dass es zugeht. So ist gut. Ich verstaue ihn dann nachher noch richtig, dass er gut gepolstert ist. So, schönen Dank. So. Ach, jetzt habe ich vergessen, ich sollte noch für einen Rundfunkempfänger ein Anschlusskabel mitbringen. Für eine Antenne. Also für eine Gemeinschaftsantenne. Ja, 2,5 Meter. Hirschmann. Hirschmann, haben Sie sicher. UKW, Mittelwelle? UKW und Mittelwelle. Hat unsere Putzfrau zerrissen. Ich war zu lang. Ein anderer Angestellter der Firma stand ahnungslos direkt neben dem Wagen, als der junge Fahrer den Motor anließ und sich nach einigem Warten endlich mit seiner wertvollen Fracht in den fließenden Verkehr einreihen konnte. Niemand hat sich einen Ausweis zeigen lassen oder auch nur auf das Nummernschild des Wagens geachtet.
Das dritte Telefongespräch ist bereits in vollem Gang. Ich würde sagen, zeigen Sie es dem Jungen mal. Der hat ja auch Augen im Kopf und kann sich's mal angucken. Ne? Ich kann mich im Allgemeinen auf ihn verlassen. Ja, dann schicke ich ihn gleich mal rüber. Wird so in einer halben, dreiviertel Stunde da sein. Und er kann sich dann an Sie wenden, Herr Schubert, ja? Ist in Ordnung. Ich bedanke mich indessen. Wiederhören. In dem Geschäft, das der angebliche Nachwuchshotelier hier ansteuert, passiert ihm ein unvorhergesehenes Missgeschick. Ohne es zu ahnen, entscheidet er sich für ein Gerät, das bereits verkauft und in dieser Ausführung nicht mehr am Lager ist. Der Verkäufer bietet an, den Farbempfänger noch am gleichen Tag direkt vom Großhändler zustellen zu lassen. Der Kunde widerspricht. Doch, ich wollte gerne, ich nahm an, das sei abgesprochen. Ich sollte den mitbringen. Und der Verkäufer findet einen Ausweg. Er ruft den Großhändler an. Gleich einen Techniker mitbringen. Das lasse ich dann, der Kunde kommt selbst bei Ihnen vorbei und holt es an. Gell, alles klar. Wir sollten das Gerät selbst beim Großhändler abholen, dort aber auf den Verkäufer warten. Er wollte sofort nachkommen und den Fernsehapparat dann im Hotel selbst anschließen. Während unserer Fahrt hatte er den Großhändler telefonisch angewiesen, das Gerät auf keinen Fall vor seiner Ankunft auszuliefern. Wir versuchten indessen in kleinen Schritten zum Ziel zu kommen. So, probieren wir mal, ob er reingeht. Viel Verkehr hier. Unerwartet wurde der Rückweg abgeschnitten. Aber nach 2 Minuten war die Ausfahrt wieder frei. Und inzwischen fand sich auch jemand, der nichts von der Anweisung des Verkäufers wusste und einladen half. 30 Sekunden später waren Auto und Fernsehgerät verschwunden. Na, schieben Sie ruhig vor. Macht nix. Das ist ja nicht rau unten. Die beiden Fernsehgeräte, wir haben sie natürlich zurückgegeben, kosteten zusammen über 4.000 Mark. Die Hehler zahlen den Dieben zwar gewöhnlich nur 10% des Wertes, für den Eigentümer aber schlägt der Verlust in voller Höhe zu Buche. Nach unserem Experiment im Übrigen und das zur arbeitsrechtlichen Seite der Situation, erlebten wir eine improvisierte Betriebsversammlung in der Großhandlung. Der Chef machte darauf aufmerksam, dass Angestellte ihm in einem solchen Fall den Schaden ersetzen müssten. Nach üblicher Rechtsprechung muss einem Arbeitnehmer dabei allerdings grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden. Der Trick, den wir hier mit Fernsehgeräten ausprobiert haben, wird, wie die Kriminalpolizei weiß, in vielen Bereichen angewendet. Es müssen nicht immer Fernsehgeräte sein. Hoffentlich denken Sie daran, wenn vielleicht auch einmal die Reihe an Ihnen sein sollte. Und damit bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.